Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich bin die Doris. Wir machen heute Boxfitness zusammen. Nicht ganz so wie in einer Stunde, eine halbe Stunde reicht. Ich habe auch zwei ganz nette Mädels mitgebracht. Das ist einmal die Ilona und einmal die Caro. Da die Caro das ja auch kann, hat die heute die Arschkarte. Die muss den Fuß bei den Kicks immer schön hochziehen. Wir beide nehmen uns ein bisschen raus, weil muss man ja nicht machen. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, nehmt euch raus, was immer geht, marschieren. Ihr müsst nicht alles machen, die Knie müssen nicht so hoch, macht einfach, wie es euch heute ist. Und wir beginnen mit dem Warm-up, kommt ein bisschen tief, zieht die Schultern wow. tief, Bauchspannung. We'll make you feel good. Rechte Schulter. Los geht's. Wechsel. Beide. Vier. Drei. Zwei. Im Wechsel. Vier. Drei. Zwei. Zieh. Die Schultern tief. Bauchspannung. 4, 3, 2, flex die Arme. 4, 3, 2, zieh im Tempo. Schultern bleiben tief. Bauchspannung. 4, 3, 2, rechts geht vor. Vier. Drei. Zwei. Nach oben. Vier. Drei. Zwei. Zur Mitte. Wir drehen. Rechtes Bein bleibt hinten. Speedball. Vier. Drei. Zwei. Rechtes Knie. Alles ganz easy. Vier. Drei. Zwei. Rechte Ferse. Vier. Drei. Zwei. Das Knie. Vier. Drei. Zwei. Die Ferse. Vier, drei, letzte Runde. Das Knie. Vier, drei, zwei, stopp. Hüfte. Ihr kippt einfach nur die Hüfte ein bisschen nach vorn. Vier, drei, zwei. Das rechte Bein zieht zurück, 90 Grad im linken Knie. Wippt ein bisschen mit eurer Hüfte. Der linke Arm geht hoch. Dreht euch wieder nach vorn, ganz vor. Flext den rechten Fuß. Und wir kommen in die Liegestütz. Tief, tief. Tief. Noch vier, drei, zwei und halten. Kommt langsam nach oben. Linkes Bein ist hinten. Wir gucken rüber. Speedball rückwärts. Vier, drei, zwei. Linkes Knie. Vier.
4, 3, 2, linke Ferse. Vier, drei, zwei, das Knie. Vier, drei, zwei, Ferse. Vier, drei, zwei, letzte Runde, das Knie. Halte die Bauchspannung. Vier, drei, zwei, stopp. Hüfte. Vier, drei, zwei. Diesmal zieht das linke Bein zurück, 90 Grad im rechten Knie. Und der rechte Arm geht hoch. Wieder ganz nach vorn, flex den linken Fuß. Der Oberkörper bleibt jetzt tief, Arme gehen hoch und wir ziehen zur Mitte. Wir gehen auf die linke Seite. Nochmal nach rechts. Nochmal zur Mitte. Und damit wir jetzt richtig warm werden, gehen wir eine letzte Runde in die Runnings. Mountain Climber, los geht's. Vier, drei, zwei, stopp, halte. Vier, drei, zwei, und ab. Laufen. So, wer da war? Sehr schön. Caro schwitzt noch nicht einmal. Jumping Jack. Laufen. Die Beine. Vier. Drei. Zwei. Knie ab. Jumping Jack. Zwei. Scissors. Rechtes Bein geht über das linke. Los geht's. Vier. Drei. Zwei. Scissors. Vier, drei, zwei, wechsel. Vier, drei, zwei, jumping jack. Vier, drei, wir gehen tief, springen hoch. Drei, zwei, Ripple. Vier, drei, zwei, Jumping Jack. So, ich hoffe, ihr seid jetzt warm. Vier.
3, 2, Jab nach rechts. Nimm die Hüfte mit. Linke Faust ist am Kinn. Das geht auch so. Kann man auch machen, gar kein Problem. Tempo. Jetzt zieht den Ellenbogen wieder ganz ran und raus mit. Immer dran denken, blöder Trainer, ich stehe genau da vorne. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, Tempo raus. Eine Runde machen wir noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Jumping Jack. Vier, drei, zwei, Jab nach links. Läuft. Eine Runde geht noch. Halte die Bauchspannung und die Hüfte geht mit. Tempo. Falls euch jemand geärgert hat, alles rauslassen. Tempo raus. Letzte Runde. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, laufen. Mit welchem Bein ihr anfangt, scheißegal, die habt ihr gelaufen. In die Lunge. Denkt dran, das geht auch so. Letzte Runde. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, Jumping Jack. Vier, drei, zwei, rechtes Knie. Mädels, die Übung ist hervorragend für den Po. Wir bleiben da einfach ein bisschen drin, fahren jetzt ein bisschen runter. Das passt. Genau. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, laufen. Vier, drei, zwei, wir gehen tief, springen hoch. Jumping Jack. So, setz dich warm. Sehr schön. Sehr süß. Und Caro spielt es immer noch nicht. Wo? Sind nur wieder mir zwei der Arsch, ne? Linkes Knie.
schön runterfahren. Bauchspannung halten. Es sind nur noch 15 Minuten. Gehen wir hin. Acht, sieben, sechs, fünf, noch vier, drei, zwei, Jumping Jack. Vier, drei, zwei, wir gehen tief in den Sport. Halt, der Box nach vorne, Bauchspannung. Das geht auch so, kein Stress. Und wir gehen einmal tief. Achtet auf den geraden Rücken. Und nochmal zur Mitte. Vier. Drei. Zwei. Jumping Jack. Laufen. Knie ab. Knie gehen noch höher. Triple. Elbow Kick. Halten wir die Bauchspannung. Vier, drei, zwei. Der Hook. Stellt euch einfach vor, ihr haut euch selber ein ans Kinn. Also in dem Fall eher an meins. Aber Gott! Einmal acht gehen noch. Acht, sieben, sechs, fünf, noch vier, drei, zwei. Jumping Jack. Vier. Drei. Zwei. Und wir gehen nochmal in die Lunge. Und dass es gar keinen Spaß mehr macht, Double. Singles. Zwei. Jumping Jack. Yes. Laufen. Nächste Runde. Linkes Knie, rechte Hand. Vier, drei, zwei. Los geht's. Haltet die Bauchspannung. Anti-Reiterhosenübung geht immer. Oh. Acht, sieben, sechs, fünf, noch vier, drei, zwei,
Jumping Jack. Vier. Drei. Zwei. Und wir laufen nochmal. Öffne die Beine. Schön, wenn es einem warm wird. Und wir schließen. Jumping Jack. Diesmal kommt das rechte Knie, linke Faust. Los geht's. Glaubt mir, abends ist es angenehmer. Es ist eindeutig zu früh. Der Kreislauf will noch nicht. Aber gut, dann müssen wir jetzt durch. Acht, sieben, sechs, fünf, noch vier, drei, zwei, Jumping Jack. Wir machen jetzt eine Runde Burpees. Die Hände müssen nicht hoch, ohne Liegestütz. Los geht's! Juhu. Vier, drei, zwei, Jumping Jack. Triple. Drei, zwei. Ihr macht den Chip mit dem linken Fuß, kommt wieder nach vorn. Rechter Fuß zieht hoch, Kick, wieder absetzen. Hände sind hier vor der Brust. Halte die Bauchspannung, der Fuß muss nicht so hoch. Das geht auch hier unten. Das reicht. Karo darf hoch, weil die schwitzt ja nicht. Tempo. Wer möchte, das müsst ihr nicht machen. Ihr bleibt in eurem eigenen Tempo. Schultern tief, Bauchspannung. Also mir ist jetzt warm. Echt? Caro behauptet, sie wird schwitzen. Ilona schwitzt auch? Herrgottzack! Da kann man ja mal acht machen! Vier. Drei, zwei, Jumping Jack. Scissors. Stopp, Beinwechsel. I feel the heat with somebody. Herrgottzack. Tempo! Ilona und ich, wir haben uns heute kennengelernt. Ich glaube, sie hat mich sowas von. Du machst selber sowas. Aber Ilona, die arme Sau, die wurde jetzt genötigt. Also bitte, seid nett zu ihr, wenn ihr sie trefft. Über mich dürft ihr schimpfen, ja, aber nicht über Ilona. Die macht es wenigstens richtig. Ne? Rausnehmen. Alles gut. Soll doch der Trainer da vorne schwitzen. Also und Caro. Jumping Jack. So, und wir gehen nochmal tief. Springen hoch. Ich
Ripple. Ja, ich hatte mal 2 Kilo weniger. Vor Corona. Rechtes Knie. Wir müssen was für ein Po machen. Ich erzähl's euch jetzt nicht. Hinter der Kamera macht gerade jemand mit 5 Kilo diese Übung. Ja, da geht noch mehr. 4, 3, 2. Jumping Jack. Ich probiere das auch mal mit 5 Kilo. Kniewechsel. Acht. 7, 6. 5, 4, 3, 2, ach, war so schön, war Jumping Jack. Den kann man immer machen, das läuft immer total gut. Und den kann auch jeder. So stresslos. So, bevor wir runterfahren, haben wir noch ein bisschen Ausdauer. Laufen. Knie ab. Laufen. Vier. Drei. Zwei. Und marschieren. Und wir dehnen zur Seite. Zur Mitte. Und beide Arme runter. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Es wird Zeit, dass wir bald wieder das Ganze regelmäßig machen dürfen. Und wir gehen zur Seite. Ne, so Kondition hält auch nicht ewig lang. Aber es ging ganz gut. Wir haben ja bald wieder Zeit, richtig zu trainieren. Und langsam zur Mitte. Linkes Knie. Wer dann das rechte gepresst, kippt die Hüfte nach vorne, zieht die Schultern tief. Ferse, Oberkörper geht tief. Langsam wieder zur Mitte. Wechseln das Bein. Ich könnte ja jetzt wetten, morgen kann ich mich nicht mehr bewegen. Pilates hat mich tot gemacht. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, ne? Das war so eine rechte, eilige Angelegenheit. Das zeigt mir, ich muss das üben. Und wir stellen das Bein nach vorne. Und tief, die Schultern tief. Kommt einmal nach oben. Schiebt das Becken nach vorne, zieht die Schultern tief. Oberkörper geht zurück. Lasst die Arme hängen, Kinn ist angezogen. Und wir gehen noch ein letztes Mal in die Vorbeuge. Versucht die Knie durchzudrücken. Gewicht ist auf dem Vorderfuß. Lass den Oberkörper hängen. Schön herunterdrücken. Rollt euch langsam nach oben.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder. Danke, Mädels!